Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cards Against Humanity mit Krizzle, Tini und Jetta und mir. Hey, Moin. Und ja, starten wir Dann geht's mal durch. los. Ja. So, oh Gott, ein sehr langes Wort. Punkt, Punkt, Punkt. Gut, bis zum letzten Tropfen. Das passt, das nehmen wir. Das nehmen wir einfach. Jeter geht schon mal richtig rauf. Obwohl, das ist eigentlich auch ganz gut. Ah, ja. So, okay, dann legen wir mal los. Eine rasierte Muschi, gut bis zum letzten Tropfen. Das ist sehr schön. Oder Nigger, gut bis zum letzten Tropfen. Ja, Schön. das dauert lange, bis die den letzten Tropfen verlieren. Das Ein Kilogramm feinste Judenasche. Judenasche. Gut bis zum letzten Tropfen. Naja, wenn man es verflüssigt, Ich okay. habe Judenarsch gelesen. Ich denke, hä? Nein, Arsch. Asche. Asche. Oder Staubsaugervertreter an der Tür ermorden. Gut bis zum letzten Tropfen. Oh ja, da mach ich mit. Mayomet. Ja. Jeder. Wo siehst du, das Ja, ist jeder. das ist jeder so nur. Ich hätte die feinste Judenasche. Niemand hat sich für die Mi-Kämpfer interessiert, bis Punkt, Punkt, als Mi-Kosüm angekündigt wurde. Kostüm. Da steht Mi-Kosüm. Ja. Ich lese das Ja, genauso da, wie das da steht. Also. oh, los, halt rein. Hört man mich eigentlich gut? Ja. Ja. Okay. Ich habe ein gutes. Bist du sicher? Ja. Warte. Was ist denn? Wie das einfach. Dieser Strom. Okay. Niemand hat sich für die Mii-Kämpfer interessiert, bis SpongeBob als Mii-Kostüm angekündigt wurde. Niemand hat sich für die Mii-Kämpfer interessiert, bis dem Kuckucksklan Oh. beitreten als Mii-Kostüm angekündigt wurde. Oh. Niemand hat sich für die Mii-Kämpfer interessiert, bis ein Arschgeigen-Solo als Mii-Kostüm angekündigt wurde. Und niemand hat sich für die Mii-Kämpfer interessiert, bis Galoppel Heinz als Mii-Kostüm angekündigt wurde. Galoppel Heinz, Ein das ist doch Loppel. aus Dings, noch Forest, oder? Ja, genau. Ja. Aus Gronkh hat ihn doch so genannt, Galoppel Heinz. Galoppel Heinz hat er genannt, genau. Ja. Galoppel Heinzi. Boom. Was klatscht? Kladderadatsch. Kladderadatsch. Wer war das? Was war das? Oh, egal was. Was war das? Ja, wobei, das passt auch gut. Alter! Okay. Boom. Kladderadatsch. Was war das? Männliche Tränen der Männlichkeit. Oh Gott. Ui. Boom. Kladderadatsch. Was war das? Griechenland. Versenkt? Ist es jetzt Atlantis? Ja. Boom. Kladderadatsch. Wer war, was war das? Ein Mann, der seinen Orgasmus vortäuscht. Wie soll das denn funktionieren? Das geht alles, Faktini. Das geht alle. Was? Vor allem Fraktini. Ja, ich habe einen Orgasmus als Mann, ich bin der Mann, schon vor 30 Mal vorgetäuscht. Man weiß noch nicht so genau, ob Unsicher, Tini jetzt ein oder? Mann oder Frau Okay. ist. Das weiß man Boom, kladderadatsch. Was war das? Eine Runde russisch Roulette gegen die Queen. Ja, Oh. die Queen hat halt gewonnen, Mann. Die Queen gewinnt immer. Außer letztes Jahr halt.
Ja, jetzt wissen wir, warum sie weg ist. Vegeta hat mit ihr Roulette gespielt. Okay, ein Mann, das war... Oh Mann. Das ist meine Antidroge. Oh nein. Oh, ich habe so viele gute. Was nehme ich denn? Einfach mal für dich, Vegeta. Einfach mal für dich, Schatzi, jetzt. Pass auf. Eine Antidroge. Was ist meine Antidroge? Ich bin gespannt. Rattengift unter die Fruit Loops mischen. Oh, Teenie Mann. Was ist meine Antidroge? Synagogen anzünden. Okay. Oh. Könnte ich mitleben? Ja, das habe ich auch. So, das war jetzt nicht so real life gemeint, ne? Nein, überhaupt nicht. Was ist meine Antidroge? Die Deutsche Bahn. Kommt halt immer zu spät, ne? Teenie. Was ist meine Antidroge? Gereifte Eichelkäse, geraspelt. Oh, oh, Schatz! Das nee. Lecker! Lecker! Lecker auf jeden Fall! Die Jugend von heute würde sagen... Das ist neu, so. Das ist der neue Jugendslang. Ich hab ihn bevor. Ich hab nichts Passendes. Okay, was würde die Jugend denn heute sagen? Yoda, die du grüne Sau. Nein. Ja, kommt hin. Oder was würde die noch sagen? Feministische. Indie-Kunst-Pornos. Alles klar. Mhm. Ja. Mhm, geil. Und was sagt sie noch? Auf den Klo einen Chicken Wing formen. Oh, Teenie-Mann. Oh, widerlich. Und was würde die noch sagen? Die Anti-Baby-Pille der Freundin mit einem Tic-Tac austauschen. Oh, Alter, wie fies ist das denn? Nur weil es fies war. Ja. Würde aber keiner machen. Das würde kein Jugendlicher machen, weil ich die hätte nur selber versauen. Ich hätte in den Himmel kommen können. Wäre da nicht Pungopunkt gewesen. Oder das. Das ist eigentlich auch gut. So. Ich hätte in den Himmel kommen können, aber wäre da nicht www.schweineschlachtenindereigenengarage.de gewesen. Alter. Ich hätte in den Himmel kommen können, wäre da nicht Muammar el-Gaddafi gewesen. Wer ist denn das? Irgendein Typ. Ja. Also, okay. Ich hätte in den Himmel kommen können, wäre da nicht Schädlingsbekämpfung im Dritten Reich gewesen. Mm. Und? Oh. Ich hätte auch wirklich in den Himmel kommen können, aber wäre da nicht zu guter Letzt noch was gewesen? An seiner eigenen Kotze erstecken. Ja, schön, das ist bei mir eine Realität. Wenn ich kotze, dann würde ich dann... Ne? Das hast du auch nur du genommen, wegen mir. Nein. Doch. Nein, nein, nein. Aber wenn du erstickst, dann muss er trotzdem in den Himmel kommen, weil du ja nichts Schlimmes gemacht hast. Du bist einfach nur erstickt. Nein, das bezieht sich auf Selbstmord. Und wenn du Selbstmord machst, kommst du in die Hölle. Mhm. Aber wenn du gesoffen hast, sag ich jetzt mal. Ja. Oder du einfach... Ja gut. Und was sollst du denn da mit dem Alkohol? Das ist ja kein Selbstmord. Und jetzt vorlesen, bitte. Studien ergaben, dass gut für die Gesundheit ist. Ich hab's. Das. Ah.
Okay, wir nehmen das. Das ist echt fieses. Okay. Gesundheit mir selber. Dankeschön. Studien ergaben, dass Kirchen anzünden gut für die Gesundheit ist. Schatzi, Mann. Jeder. Nee. Studien ergaben, dass 180 Kilo Sahnepudding MHD 1988, ach so, Mindesthaltbarkeitsdatum 1998 gut für die Gesundheit ist. Studien ergaben, dass eine Line Koks vom Penis deines besten Freundes ziehen gut für die Gesundheit ist. Studien ergaben, dass reinstes Toilettenwasser gut für die Gesundheit ist. Okay, ja, ist aber auch so. Reinstes, also Toilettenwasser ist an sich, glaube ich, besser als unsere normale Leitung. Danke, dann verzichte ich auf beides. Kommt aus unserer Leitung. Oh, aber ich liebe den Sahnepudding. Ja. Und original, wenn Jeter und Mieser nebeneinander stehen, würde niemand darauf kommen, dass Mieser mehr sadistisch ist als Jeter. Du hast einfach nur was gegen unsere Kirchen, Alter. Ich habe allgemein gegen Gott und die Welt was, also passt schon. Also, Kinder in Afrika brauchen Punkt, Punkt, Punkt. Oh, wie fies werde ich jetzt? Oh. Ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Mit dazu sowieso weg die Karte. Kinder in Afrika brauchen Konversationstherapie. Oh. Ja. Kinder in Afrika brauchen im Dorf mit seinem neuen Stil? Ja. Betonmotorsegelflexen. Wird Stil nicht mit IE geschrieben? Stil, ja, deswegen war ich gerade. Stil wird einfach ohne H geschrieben. STIL. Das eine ist Stil, das andere ist Stil und nee, das glaub, Stil, das die meinen oder so, ist schon die Marke, aber ich bin der Meinung, ja, dass die Marke STIL geschrieben wird. Ja, das kann sein. Keine Weiß Ahnung, ist doch egal. Auch ist doch egal. Ist egal. Kinder in Afrika brauchen Hungersnot. Das haben die schon, das brauchen die nicht mehr. Richtig. Kinder in Afrika brauchen christliche Bomben, die dich zu Tode umarmen und das umliegende Gebiet in Nächstenliebe hüllen. Oh, aber dann haben sie immer noch die Hungersnot. Das war natürlich Mausi, ey. Das war Schatzi. Tot. Das war Mieser, definitiv. Ja, sag ich doch. Hungersnot ausgelöscht. Ey, komm, es ist Umarmung und Nächstenliebe drin. Ja, aber das ist ja eine christliche Bombe. Aber christliche Bomben. Oh nein, katholische Kirche jetzt auch noch. Oh mein Gott. Das wäre gut gekommen. Christliche Bomben. Warte, wer ist jetzt dran mit Lesen? Ich? Nein, ich. Wieso? Die katholische Kirche will sich mit folgendem Slogan wieder für die Jugend attraktiv machen. Die katholische Kirche will sich mit folgendem Slogan wieder für die Jugend attraktiver machen. Oh. Okay. Oh Mann, ich war heute in der Kirche. Wir fangen mal hinten an, das ist lustiger. Komm in die Hölle, Alter. Okay, der erste Slogan heißt King Kongs gigantischer Affenpenis. Ach, du guckst da. Ja. Du hast jetzt mal rechts angefangen. Ja, wir müssen mal Abwechslung machen hier, ne? Oh, geil. Oh, so. Und der nächste Slogan heißt Alles nur aus Liebe. Mhm. Oh mein Gott. Oha. Und dann auch noch eine katholische Kirche, du. Oh mein Gott. Mit den ganzen Pädophilen. Alles aus Liebe. Ich war heute auch da. Das ist so nett. So, und der nächste Slogan heißt Kinder satt Inder. Stadt Inder. Stadt. Kinder statt Inder. So. Siehste. Das Wort kotze mal aus dem Mund rauslassen. Ja, das letzte ist Mieser. Und das letzte, für Geld Schwänze lutschen, damit genug Geld hat und sich selbst den Schwanz lutschen zu lassen.
Ja. Alles aus Liebe. Alles aus Liebe. Ja. Oh Gott, die hat er führt. Ja. Ich will ein Staatsbegräbnis für Punkt abhalten. Oh komm, ich bring ihn jetzt. Oder das, das ist auch gut. Ich weiß nicht. Oh, Tini, du mach schon. Komm schon. Ja. So. Ich will ein Staatsbegräbnis für irgendeine Schlampe im Iran, die mit jedem Stein das kriegt, was sie verdient, abhalten. Ah. Alles klar. Ich will ein Staatsbegräbnis für nur ein Ei abhalten. Das kann nur mieser sein, ey. Nur ein Ei. Bitte. Weil er nur ein Ei hat. Ich will ein Staatsbegräbnis für eine Frau aus Matt abhalten. Geht er? Ich will ein Staatsbegräbnis für Merkel mit einem Strap-on-Dildo abhalten. Oh, Alter. Lecker. Voll Deibel. Ey, ich hätte das nicht wählen sollen. Nee. Ist nun mal so. Okay. In der Streichelabteilung des Rappers Villa. Warte, Rappers Villa Kinderzoos. Rappers Villa Kinderzoo. Was? Egal. Kinderzoo gibt es seit neuestem. Oh, Christian ist so sehr gemein. In der Streichelabteilung des Rapper Villas Kinderzoos gibt es seit neuestem einen Tittenfick von Mutter Teresa. Alles klar. Außerdem gibt es in dem Kinderzoo seit neuestem einen Todesstrahl. Ui. Wer würde da nicht gerne hingehen? Ja, weiß Bescheid, ich kann getötet. Oh, ich werde getötet. Oh. Dann gibt es auch noch ein italienischer Blowjob. Nudel al dente. Das kann nur Lisa sein, ey. Und zu guter Letzt, seit heute Morgen gibt es in diesem Kinderzoo Zwergenwehr. Jeta. Das ist doch insane. Meins? Ja. Nee. Jeta ist das. Wusste ich's doch. Ich hatte Todesstrahl. Fand ich auch gut. Nudel. Ja, Zwergkaninchen werfen. Oh Gott. Pumperpunkt. Wollte. Ich als Kind werden. Wollte wird mit Doppel-L geschrieben. Ich hab nix. Das ist besser als das andere. So. Ja, los. Mein Schätzele. Ich weiß nicht.
Also, der Dildo im Feier wollte ich als Kind werden. Supi. Diese eine nervige Person, die jede gespielte Karte kommentieren muss, wollte ich als Kind werden. Ne, Schatzi? Nee. Eine Nutte mit einem Arsch, der nach französischem Vanilleeis schmeckt, wollte ich als Kind werden. Alles klar. Toilettentieftaucher mit Arschbefürchtung wollte ich als Kind werden. Das ist Schatzi, das ist definitiv Schatzi. Das hat Mama ihnen erzählt. Oh, das ist so schwer. Das ist so geil, Alter. Toilettentieftaucher mit Arschbefürchtung. Ich wusste doch, dass du das bist. Hast du wahrscheinlich sogar selber geschrieben. Ja, ja. Ich hatte keine Karte. Amerika hatte ich da. Was soll ich damit? So, das kann weg, das kann weg. Scheiße, es sind wieder so viele gute. Okay, ich nehme das. Ich kann nichts dagegen tun. Ach, du bist ja so damit vorlesen, ne? Ja, okay. Pong, pong, pong. Fürs Volk. So, was ist denn fürs Volk? Oh, die Frau des besten Freundfisten. Fürs Volk. Das war Schatzi. Oder Massenverbrennung für gottlose Ginger. Oh. Ginger. Fürs Volk. Können wir nicht einfach sagen, Kinder? Mein Gott. Dem KKK. Nein, das sind Ginger, die sind rothaarig. Dem KKK-Beiträgen fürs Volk. Kuckucksklan. Yay. Yeah. Oder die beste Freundin lecken fürs Volk. No hetero. No hetero. Hashtag no hetero. Das ist gut. Oh, scheiße, jeder hat gewonnen, ey. Mist. Die besten Freundfristen, aber ja. No wusste ich doch, das ist jeder, ey. Aber nur mit ey, dem nichts dafür. Ich wollte eigentlich das von Chris nehmen. Jeta! Aber Jeta mit No Hetero hat mich halt echt gekriegt, ne? Komm, komm ja. Alles klar, Leute. Das war's für heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao. Wollen wir nochmal machen, oder was?